Hallo und herzlich willkommen zurück zu Creativerse. Endlich mal wieder. Die letzte Folge ist ja schon ein bisschen her. Ich hatte halt einfach keine Zeit zum Aufnehmen. Ist ein bisschen blöd gelaufen, ja, aber es ging halt einfach nicht anders. Und es hat sich ein bisschen was geändert in der Zwischenzeit. Ich habe hier das komische Glasdach runtergemacht, das obere Stockwerk habe ich runtergebaut. Und werde wahrscheinlich das Goldcastle außenrum komplett wegreißen. Denn ihr seht schon, hier habe ich einen anderen Boden reingemacht. Ich baue jetzt hier quasi eine komplette Tempelanlage draus. Irgendwie so. Mit einem magischen Super-Duper-Dingster-Raum hier unten drunter. Und da legen wir heute mal los. Ich habe ja eigentlich angekündigt, dass ich den Tobi-Nator demnächst bauen werde. Das verschiebt sich, aber ich habe zwar die Materialien alles schon auf Vorrat quasi, aber da habe ich gerade im Moment irgendwie keine Lust drauf. Ist halt einfach so. Hängt mit einem anderen Spiel zusammen, da ich mich da drüber dezent aufregen musste die letzten Tage. Wer Anno 2205 für PC auf Windows 10 hat, der weiß wahrscheinlich, wovon ich rede. Und deshalb wird es in nächster Zeit auch keine Anno-Folgen mehr geben. Denn es will einfach nicht mehr. So, aber jetzt wieder zurück zu Creativerse. Das hier habe ich schon mal vorbereitet, so ein bisschen. Das ist massiv im Stein drin, also das ist nicht irgendwie in der Höhle drin, sondern das ist alles rausgegraben. Und außenrum ist auch alles Massivstein, also da kann man nicht von außen irgendwie hingehen und das von außen anschauen. Geht nicht. Und das soll irgendwie so eine Kugel werden. Ich weiß nicht, wenn ihr die älteren Videos von Creativerse bei mir angeschaut habt, wo ich noch auf der privaten Welt war. Da habe ich ja diesen Baum, diesen Lumitbaum gebaut quasi. Und da war ja oben auch so eine Kugel und so ähnlich soll es auch werden. Auch innen mit so, damit so Licht und so, dass das so ein bisschen aussieht wie, was weiß ich, die Quelle des Lebens oder irgendwie so. Da habe ich schon ein bisschen was noch vorbereitet. Weiter bin ich noch nicht, denn das machen wir jetzt. Hier schön die ganzen Lumit-Dinger. Die ganzen verschiedenen Farben, Shattered Lumit und so. Sieht ganz gut aus, nur ist natürlich auch eine Heidenarbeit. Vor allem für das Light Shattered Lumit braucht man ja bekanntlich einige Trocks. Und ich war schon zweimal jagen und jedes Mal so an die 100 Trockhörner. Ich hoffe jetzt nur, dass die Blöcke reichen, weil ich habe keine Lust, nochmal irgendwo durch die Pampa zu rennen und stundenlang Trocks zu jagen. Vor allem da die, wenn man eine bestimmte Anzahl an einem Tag erledigt hat, dann spawnen die einfach nicht mehr nach. Dann spawnt dafür irgendein anderes Viehzeug. Und das ist schon ein klitzekleines Problem, weil man dann auf den nächsten Tag warten muss und in der Nacht spawnen ja eh keine Trocks. Das ist dann auch wieder so, vor allem wenn andere Leute auf dem Server sind, dann kannst du nicht vorspulen. Dann ist das Ganze meistens ein bisschen ärgerlich. Vor allem, weil es dann halt ewig dauert. Das einzige Problem wird wahrscheinlich sein, dass das Dark Lumit ausgeht und da müssen wir in die Unterwelt. Brauchen wir Corruption Dust, glaube ich, war das. Und das wird dann, glaube ich, das größte Problem. Die ganzen Tierchen dann zu erledigen. Denn ich habe schon wieder gar keine Rüstung an, sehe ich gerade. Die ist ja bei der Trockjagd leider draufgegangen. Da müsste ich mal schauen, ob ich noch eine Diamant-Brustschutz habe irgendwo. Weil ein Lumit-Brustschutz will ich mir nicht craften. Da geht wieder jede Menge Corruption-Dust und Lumit drauf. Und das Lumit möchte ich dann doch lieber aufheben. Ah, okay. Hier ist die Treppe. So, lala. Der muss wieder weg. Da kommt dann nämlich das normale Shattered Lumit. Das ist so ein bisschen rosa. So, es ist zwar dann nicht ganz rund, aber so ein bisschen so ellipsenförmig. So, da sind wir schon einmal rum.
Okay, wir brauchen definitiv noch Trox, denn ihr seht schon, das hier ist auch noch alles hell. Und das soll auch wieder alles so hell werden, denn das wird exakt gespiegelt nach oben. Oder ich versuche es zumindest, dass es so wird. Das müsste passen. Wunderbar. Jetzt müssen wir hier nur mal schnell in die Truhen gucken. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, da haben wir das normale Shattered Lumit. Oh, und da haben wir gar nichts mehr. Das ist jetzt natürlich ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Darklumit für die Wände habe ich noch. Das habe ich ja von den Außenwänden draußen. Gut, das habe ich nicht mehr gecraftet, aber hier. Da muss ich schon. Irgendeiner Kiste habe ich noch Darklumit auf jeden Fall. Nur wo halt wieder? Kann ich? So. Das müsste gehen. Das ist dieser helle Streifen. Der ist hier an jedem Ding dran. Und jetzt müssen wir das dann immer nach oben noch machen. Quasi die Form zurechtschneiden. Ich glaube, das machen wir dann, weil das Dark Lumita, muss ich schauen. Vielleicht habe ich noch irgendwo in Kisten. Ich habe noch irgendwo Corruption Dust, jede Menge. Oder vielleicht habe ich das Lumita. Müsste ich auch noch irgendwo ganz viel haben. Ansonsten muss ich wohl in die Unterwelt und ein paar Tierchen platt machen. Aber das dauert ja bekanntlich auch. Und vor allem geben die ja nicht mehr so viel. Und vor allem ist das Problem, man kann das mit dem Käfig, den alten Trick, den ich da mal benutzt habe, dass man durch den Käfig durch dann die Monster platt machen kann. Das wurde nämlich rausgepatcht und das war nicht so schön, denn jetzt muss man die alle händisch. Platt machen, so. Genau, weil ich kann hier zum Beispiel, normalerweise konnte man den auch niedermachen, aber das geht nicht mehr. Schade. Aber egal, jetzt schauen wir mal. Jetzt brauchen wir Dark Lumit. Oder bräuchten wir, aber wir könnten ja schon mal das Light Lumit platzieren. Was wir noch haben. Denn dann haben wir nämlich auch schon die Form quasi, wo wir dann die nächste Abstufung nach oben machen müssen. So ist es natürlich blöd, weil ich jetzt da nicht weiter hochkomme. Aber wir könnten ja mit ein bisschen Stein können wir uns ja hier dann ein Gerüst bauen. Müssen wir uns wahrscheinlich sowieso machen, denn wir müssen ja noch 4 Blöcke nach oben, wenn ich das so sehe. So, da fehlt die Decke noch. Dann gehen wir mal in die Richtung. Da ist die Decke noch da. Einmal hier, einmal hier, einmal hier und hier. Und den hier. Dann die Ecken sauber. Und unten brauchen wir dann immer weniger von den einzelnen Lumit-Sorten dann, da die Kreise ja dann immer kleiner werden. Nur außen ist es halt etwas verschwenderisch. Aber es sieht dann auch ganz gut aus, vor allem wenn man dann die normalen Gaslaternen wegbaut und dafür dann Arctic-Lampen, die ja so ein bläuliches Licht haben, platziert, dann sieht das nämlich ganz gut aus, weil das ganze Lumit dann auch in so einem, wie soll ich sagen, in so einem dunkelblauen Schimmer erscheint das Ganze und das sieht wirklich gut aus. So, die letzten beiden Lumitblöcke. Das haben wir. Und dann geht es nach oben. Und dann kommt auch schon wieder normales Lumit. So, Steine haben wir hier. Das muss quasi hier raus. Und da kommt dann auch schon dann. So ist es unten, glaube ich, auch. Genau. Ich hoffe nur, dass wir nicht bis zur Oberfläche kommen, weil wir sind relativ nah an der Oberfläche dran. Aber mal schauen. Weil nicht, dass wir dann mittendrin auf einmal oben rauskommen. Das wäre
nicht ganz so gut. Aber Steine haben wir genug. Wir könnten ja dann noch was umbauen, wenn es ist. So. Platzieren wir die gleich mal. Und dann brauchen wir quasi das hier. Das hier habe ich noch. Ah, okay. Extraktoren habe ich auch keine mehr. Das ist natürlich blöd. Ist ja gar nichts mehr dabei. Aber das hier muss ja alles weg. So oder so. Denn wir sind 1, 2, 3 müssen wir nach vorne, das heißt bis hierhin. Und dann kommt die nächste Abstufung. Die Kohle kann ich ja danach auch noch wegmachen, weil im Moment habe ich eh kein Lightloom mit mehr, das hier hinkommen würde. Also kein Problem. So. Das, ach, da kommt noch Obsidian, kommt auch noch raus. Sogar relativ viel, das ist sehr gut, denn das brauchen wir für die Extraktoren. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, dann ist hier quasi die nächste Stufe dann. So, machen wir mal den hier, dass wir ein bisschen mehr sehen. So, mal gucken. Eins, zwei. Okay, eins, zwei haben wir hier. Das heißt, eins, zwei. Das heißt, der hier müsste dann quasi eigentlich wieder. Okay, da kommt schon die Erde. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht zu weit nach oben kommen. Weil sonst kriegen wir da wirklich ein Problem. So. Wir gehen einfach hier mal nochmal nach oben. Das müsste ja dann auch drei Stück nach vorne gehen. Immer drei, genau. Das heißt quasi bis hier und dann kommt auch schon wieder die nächste Stufe dann. Da oben ist ein Loch drin. Da könnte eine Höhle sein. Da ist auch eine Höhle. Den Fackeln nach zufolge. So, müssen wir nur gucken. Ich glaube, das gehört nämlich so und dann so. Wenn mich nicht alles täuscht. Von der Spitze immer zwei weg. Eins, zwei. Ja, genau. Dann wir eins, zwei. Sehr gut. Das passt, das passt. Hier kommt, der kommt wieder rein. Dann kommt. Nanu, achso. Da ist das Gerüst aus. Mit dem Crouchen, das funktioniert auch nicht mehr so ganz so gut. Ich weiß nicht, da wurde auch irgendwas geändert. Also man fällt jetzt mittlerweile öfter runter. Man muss jetzt wirklich aufpassen an Kanten, dass man nicht einfach runterfällt. So. Dann können wir eigentlich hier, können wir die Decke dann zumachen. So, du hast 1, 2. Das geht dann schon wieder eins nach oben. Mal schauen, ob wir hier jetzt mal in die Höhle reinkommen, denn wir müssten fast hier von oben zumachen. Erstmal das komische Licht hier weg. So. Und so. Oh, da ist tatsächlich eine Höhle drüber. Da müssen wir schauen, weil hier oben kommt dann, glaube ich, schon die Oberfläche. Direkt dann. Da müssen wir schauen, dass wir da nicht irgendwie in den Konflikt kommen. So, das machen wir. Natürlich. Inventar voll. So, Fossilien. Mittlerweile haben wir genug. Den
Teer packen wir noch rein, das packen wir noch rein, die Knochen, das sind alles noch die Überreste von der Trockjagd. Obsidian haben wir auch noch ganz viel. Kohle haben wir noch ein bisschen was. Schauen wir mal. Da ist irgendwo so ein komischer Wurm, so ein Feuer, so ein Hotfoot. Oder ist das die Truhe? Hey, da ist irgendwo so ein Viech in der Nähe. So. Gefällt mir gar nicht, dass da so ein Viech in der Nähe ist. So. Da sind wir dann quasi schon wieder eins höher dann. Quasi hier oben. Ich hätte vielleicht erst die Decke machen sollen und dann den Boden. Weil jetzt da überall hinzukommen, das ist natürlich schwierig. So, erstmal Licht, dass wir ein bisschen was sehen. Dann das haben wir hier. Na, toll. Das sind vier Blöcke. Wir werden höchstwahrscheinlich bis zur Oberfläche kommen. Aber naja, was soll's. Aber das Gute ist, dass ich das hier in der Mitte so ein bisschen stehen lassen habe, denn das machen wir jetzt weg und nutzen das dann gleich irgendwie als Arbeitsbühne. Denn da können wir durchlaufen. Es geht, glaube ich, nicht mehr ganz durch und da ist schon wieder Obsidian. Wenn du suchst oder wenn du Obsidian brauchst, dann findest du keins. Und wenn du keins brauchst, dann kommt es irgendwie aus, in jeder Ecke findest du dann eins. So, warum habe ich eigentlich hier? Mach mal Turbo rein. Geht um einiges schneller. Die gute alte Lumit Zelle. Mit der können wir nämlich da durchrattern. Okay, da muss ich fast eins weiter hochgehen. Aber das ist ja kein Problem. Platz haben wir. Dann machen wir den mal hier an das Obsidian hin. Ach, da kommt auch noch Höhle. Sehr schön. Dass die Höhle ringsrum geht. Das passt, dann müssen wir das halt gut verbauen dann. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.